Endlich ist es wieder soweit. Die Bau 2009 öffnet ihre Pforten in München. Sie ist schon eine ganz besondere Messe, für viele die Baumesse schlechthin. Egal in welchem Bereich, die Bau glänzt mit vielen Neuheiten im Umweltschutz. Also kein bloßes Lippenbekenntnis. Sie ist Praktikantin, er der Chef der AOK in Weinheim. Sie bittet ihn, ihre Bewerbungen zu korrigieren. Heinz Gutfleisch denkt sich nichts dabei, hilft ihr und zieht ihre Unterlagen durch. Irgendwann lag halt ein Liebesbrief dazwischen. Dann habe ich sie darauf hingewiesen, dass das also absolut daneben ist, dass ich glücklich verheiratet bin und dass wir uns dann besser in Zukunft nicht mehr sehen persönlich. Aber alle Abweisungen helfen nichts. Sie schreibt weiter Liebesbriefe, ruft ständig bei ihm an, sogar nachts zu Hause und rückt immer näher. Das empfinde ich als sehr unangenehm. Ich versuche es also häufig zu verdrängen, ja. Aber es gelingt in den seltensten Fällen. City Vision, das Hotelmagazin. Welcome to Munich. München, die Landeshauptstadt Bayerns, gehört zu Deutschlands größten Städten. Die Bayern-Metropole ist eine Weltstadt mit Herz. Begleiten Sie uns auf eine spannende Tour durch die Stadt. Der Marienplatz ist seit der Stadtgründung durch Heinrich den Löwen im Jahre 1158 das Herz Münchens. Weltberühmt ist das Glockenspiel im Neuen Rathaus, das an die Zeit im Mittelalter erinnert. Jedes Jahr zieht es Millionen von Touristen in seinen Bann. Wenn man sich sehr anstrengt, würde man schon irgendwas finden. Viel zu viele, die sich einfach hinsetzen, zu faul sind. Bin froh, dass ich schon in Rente bin und damit nichts mehr zu tun habe. Sie versprechen alles, aber nie wird irgendwas eingehalten. Regierungswechsel. Wer kann man eigentlich nicht dazu sagen, ja? Man sollte es nicht zu übertrieben sehen. Die Alten sollen arbeiten, wissen wir nicht mehr können. Die Jugend, die liegt dann, hat keine Arbeit. Viele sind auch arbeitsfaul. Die würden gerne einstellen, das kommt gar keiner. Ich finde es einfach nur super krass. Und ich finde es auch so ungerecht, dass so viel Ältere entlassen werden. Und es wird immer schlimmer werden, solange nur der Aktienkurs zählt. Auch da kommen wir wieder raus.